Hallo, meine Air Force Members und Twitch Watchers zu Sims 4 mit Haru wieder mal. Beziehungsweise der Doki Doki die Rock Club. Weil, wenn ich den da richtigen Namen noch sehe, dann haben wir ein kleines Blümchen. Wie es mit Kingdom Hearts lief? Naja, ich wollte einen Schneemann bauen. Oh, Hausparty! Warte. Clubraum 2.0. Hausparty. Ich glaube, wir müssen dahin. Das habe ich eigentlich gemacht. Ich glaube, wir müssen das tun. Oh, ich habe zum Glück es dazu gemacht, dass es im Haus ist. Oh, ach so, dann lädt sie einfach nur. Ja, damit sie eine kleine Party haben. Einfach nur, weil... What? What? Mann, ja? Wir sind im Alten. Ich weiß! Okay, dann... Okay. Is either a ghost or a vampire? That's a ghost, I think. Und Monika einfach so K.O. Yeah, we lost Monika. Das ist jetzt wirklich eine gute Party. Oh, man will schwitzen. Ja. What the set? Das ist der Entertainer! Der Geist ist ein Entertainer, please! You could say it's a party to die for! So, Sayori, wo bist du? Also bei der Party kann ich nur sagen... Beenden. Du kannst... It's the worst party ever, I love it! Warum schläft Roman stinkend auf dem Kasten und nicht stinkend bei seiner Frau? Sind die jetzt endlich mal verheiratet? Nein, leider nicht. Kannst du sie nicht endlich heiraten lassen? Hier vor Ort? I mean. Ich habe jetzt festgelegt, sobald die wach sind, am Freitag wird zu Hause geheiratet. Ich kann das nicht länger mit ansehen. Ich will nämlich endlich Natsuki einen Antrag machen. Wie was? Na, Yuri. Mit Yuri. Die sind doch schon verheiratet. Stimmt, die haben auch, genau, die sind ja auch schon verheiratet, die haben auch zu Hause geheiratet, in der Drecksbude, nicht mal in dem Haus. Ja. Also warum sollen die hier eine richtige Feier kriegen? Nö, außerdem backen die dann wieder Kuchen. Ja. Ja. Aber ich möchte es trotzdem nicht riskieren. Ich traue dem nicht, Roman. Ja. The cake, Gopalypse 2.0 shouldn't happen. I hope it will never happen. Hat sie da einen Taco-Katz? Ich will dieses T-Shirt. Oh, das war ein so mächtiger Donner gerade eben. Vorhin hat er auch einen Blitz irgendwo in der Nähe eingeschlagen. Hm. Mir fällt gerade auf, das Gesicht von Ute sieht merkwürdig aus. Das Gesicht von Ute? Ja, und so irgendwie angeschwollen. Oh, Jesus. Moment, ich... Diese Wangenknochen. Ja, diese Wangenknochen. Allgemein, ihr Gesicht ist ein Autounfall. Look at that smartphone. She's old enough. And today terms that's old enough. She's on the hacker forum. Excuse what? Es sieht zumindest so aus. Schwarzer Hintergrund, grüner Text. She's hacking into the Pentagon! Again! Wait, what? Again? Yeah, she probably did it already. Like her... Mommy! Ist nicht, Monika hatte Einfluss auf sie. Monika hat sie doch erzogen. Oh ja, stimmt. Deshalb räumt sie auch ordentlich auf hinter sich. Ja. Aber pisst auf den Boden, wie ihre Mutter. Manche Gene kann man auch nicht wegmachen. Weißt du, andere so, du hast die Augen deiner Mutter. Bei Ute gehen sie so hin.
Du pisst wie deine Mutter. Und jetzt noch schön fern schon. Kann Ute eigentlich die Bon benutzen? Du willst ein Kind dazu bringen, eine Bon zu benutzen. Ich möchte es rausfinden. Oh nein, Oddly. Hookers are not for kids. Oh. Well, we tried and we found it. Dann macht sie jetzt einfach Sport. Okay, Natsuki. She's just standing there, very depressed. Nein, Natsuki war gerade wortwörtlich so, oh ja, ich stehe jetzt mal in der Ecke, während Roman mal, oder ne, Monika mal kurz aufs Klo geht. Und geht gleichzeitig durch die Wand. Ja? Monika und Roman hatten gerade einen Schrei, ähnlich eines Banshee-Schreis. Die haben sich gerade so laut gestritten, ich habe Angst bekommen und habe komplett vergessen, was ich sagen wollte. Okay. A hellhound is a mythological hound which embodies a guardian or a servant of hell, the devil or the underworld. Hellhounds occur in mythologies around the world, with the best known examples being Cerberus from Greek mythology, Garmer from Norse mythology, the black dogs of English folklore, and the fairy hounds of Celtic mythology. Cuculain ist ein fucking Hellhound, wenn man drüber nachdenkt. Kurzform. Es gibt Hunde und es gibt Dämonen, die aussehen wie Hunde. Stimmt, wie ist denn das eigentlich passiert, dass Roman ein Promi geworden ist? Das ist eine Karriere. Wirklichkeit? Oh, ach so. Ich meine, davor war er ein Doppelagent. Doppelagent war cool. Ich muss Roman wieder dabei zuhören, wie er Klavier spielt. Agent 00R. Orr. 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 Nein, Orr. Orr. Am meisten ist ja ein Doppelagent. He's on this side, Orr on that side. Du weißt ja, Roman, alle guten Dinge haben zwei O's. Google, Yahoo, Amazon, Opel. Ah. Mein Name ist Mann, Roman. Nee, er hat schon den Namen Arman. Wohl eigentlich, ich habe ja noch nie meinen Nachnamen eigentlich hier gesagt. That is really a secret. Roman, wenn du ein Agent bist, ein Doppel-Null-Agent, heißt das, ich bin dann das Man-Girl? Wie das Bond-Girl? Heißt das, ich bumse dich dann, backstabbe dich und am Ende sind wir aber trotzdem dicke und im nächsten Teil tauche ich nicht mehr auf? Nein, das ist ja eh bei Monika so. Du wärst nur... eigentlich, was wärst du dann? Ich bin Q! Ja. Agent 00R. Ich sehe, Sie haben einen neuen Auftrag. Dann gebe ich Ihnen hier mit den neuen Agenten Dreamcast. Der kann auch Musik abspielen. Den können Sie zur Ablenkung verwenden. Oder Sie schlagen jemanden damit den Schädel ein. Und... diesen Massagestab. Er sieht aus wie ein Massagestab, aber in Wirklichkeit schießt er einen ultra heißen, hochenergetischen Laser, mit dem sie Metall zerschneiden können. Ohne Witz, das hört sich eigentlich geil an. Und hier ist ein Kondom. Wirklich nur ein Kondom? Man weiß nie. Und? Und das Bond-Girl wird eh immer nur einmal gebumst. Hm.
genau, Entschuldigung, das habe ich vergessen. Das hat Niki gerade noch gesagt. Unter der Laufwerksschublade befindet sich auch noch eine Sektglashalterung. Ah, natürlich. Da kannst du deine Mische drin machen. Geschüttelt, nicht gerührt. Gott, diese nicht. Mische. Was that the bite of 87?